Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Post, ich erkläre Ihnen das gerne. Ich gehe da gerne auch noch mal so ein bisschen auf die Einzelheiten ein. Also am 9. Februar 2010 hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Vorschriften des SGB II in die Regelleistungen für Erwachsene und Kinder, die Erwachsene und Kinder betreffen, nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Grundgesetz und in Verbindung mit Artikel 20 Grundgesetz erfüllen. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung wurde verpflichtet, ein Verfahren zur realitäts- und bedarfsgerechten Ermittlung der Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums notwendigen Leistungen durchzuführen und dies im Gesetz als Leistungsanspruch zu verankern. Ausdrücklich haben die obersten Richter darauf verwiesen, dass diese Leistungen die physische Existenz, aber auch ein Mindestmaß an Teilhabe am kulturellen, sozialpolitischen Leben sicherstellen müssen. Daraufhin wurde das Bildungs- und Teilhabegesetz kreiert. Außerdem Mitgliedern der damaligen Bundesregierung war allen Beteiligten eigentlich klar, dass damit ein bürokratisches Monstrum geschaffen worden war. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem, was Herr Post eben angesprochen hat. Es war nicht geeignet, die Betroffenen, nämlich Kinder und Jugendlichen in prekären Situationen, zielgerecht ohne weiteres zu erreichen. Es brauchte also eine Hilfestellung, ein Werkzeug, das diese Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes vermittelt. Auf Druck, doch haben wir, Herr Post, ich erkläre es Ihnen, hören Sie zu. Auf Druck der rot-grün geführten Bundesländer wurde dann nämlich die sogenannte bundesfinanzierte Schulsozialarbeit etabliert, leider nicht als Bestandteil des Bildungs- und Teilhabepakets, sondern als zusätzlich, also separat zusätzlichen Aufschlag, 2%igen Aufschlag auf die Kosten der Unterkunft, die KDU. Und das auch noch zeitlich befristet. Wir alle kennen den Verlauf. Die Kommunen haben die Mittel aus dem BIT und der bundesfinanzierten Schulsozialarbeit nicht in voller Höhe für die vorgesehenen Ausgaben verausgabt. Konnten sie auch nicht, weil wenn ein Gesetz Anfang 2011 in Kraft tritt, braucht es in der Tat eine gewisse Vorlaufzeit, bis so etwas alles organisiert wird, insbesondere wenn es halt wirklich bürokratische Hürden aufstellt. Diese nicht verausgabten Mittel können nun ja tatsächlich in 2014 für diese zuarbeitende Sozialaufgabe genutzt werden. Und wie wir den Berichten des MAIS entnehmen können, nehmen auch alle Kommunen in NRW diese Möglichkeit wahr. Doch nun geht es darum, die Weiterfinanzierung durch den Bund zu fordern und zu sichern. Denn, meine Damen und Herren, es reicht nicht, ein Gesetz einfach nur auf Papier zu schreiben. Dieses Gesetz muss auch vermittelt werden. Gerade ein Gesetz wie das BUD, wo einzelne Maßnahmen unter Umständen auch immer wieder aufs Neue beantragt werden müssen, muss den betroffenen Kindern und Jugendlichen nahegebracht werden. Und sie brauchen Unterstützung dabei, denn auch ihre Rechte einerseits zu erfahren, dass es sie überhaupt gibt, und andererseits auch einzufordern. Und genau da greift nämlich die sogenannte bundesfinanzierte Schulsozialarbeit. Ohne diese auf die Betroffenen zugehende Sozialarbeit wäre die Umsetzung des BUD gar nicht möglich. Die Arbeit ist vielfältig. Wir haben hier aufsuchende Elternarbeit, Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen, Planung präventiver Angebote und Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern, unter anderem der offenen Jugendarbeit, um nur einige zu nennen. Das Bundesministerium stellt auf seiner Homepage, das kann man hier auch nachlesen, selbst fest, bedürftige Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen. Da werden dann auch Beispiele genannt. Und weiter unten heißt es dann, die Kreise oder kreisfreien Städte nennen diesen Familien den richtigen Ansprechpartner. In der Tat, das tun sie. Das sind nämlich die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, von denen hier die ganze Zeit die Rede ist. Und wir aber dafür zu sorgen, dass die Leistung eines Bundes auch sachgerecht umgesetzt werden kann, also mit Verlaub, das ist mitnichten Aufgabe der Länder. Das ist und bleibt Aufgabe des Bundes. Solange wir von der Bundesebene nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur das BUD haben, um armen Kindern und Jugendlichen ein Minimum an soziokultureller Teilhabe zu sichern, muss dieses Gesetz auch weiterentwickelt werden. Auch das hat der Gesetzgeber damals ganz klar als Aufgabe an den Bund weitergegeben. Und daher Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Burka zulassen? Die letzten 10 Sekunden laufen. Gerne. Gerne. Kollegin, die Frage,
Welche Aufgaben haben denn die Kommunen bzw. das Land in diesem Paket, da ja der Bund überhaupt nicht durchgreifen darf an die Kommunen? Die Kommunen haben ihre Aufgaben ja wahrgenommen. Das sieht man ja daran, dass eben die Schulsozialarbeit eingesetzt wurde, in vielen Fällen leider nicht in dem Maße, wie denn auch Bundesmittel zur Verfügung standen. Das habe ich auch immer als Fehler bedauert. Aber es geht ja jetzt darum, genau diese Arbeit auch aufrechterhalten zu können. Und es ist einfach, ist und bleibt Aufgabe des Bundes, diese Arbeit weiter zu finanzieren. Denn deshalb fordern wir ja auch die Aufnahme der Schulsozialarbeit im Sinne des Bildungs- und Teilhabepaketes ins SGB II, um damit die Finanzierung dieser wichtigen Unterstützung auch weiter zu sichern. Wir fordern auch die Landesregierung natürlich auf, sich für dieses Ziel bei der Bundesregierung einzusetzen. Wir wissen sie an unserer Seite. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, ich denke, es ist auch an der Zeit, dass Sie sich ganz einfach mal der Realität stellen und die Realität zeigt, dass diese Schulsozialarbeit im Sinne des Bildungs- und Teilhabepakets nicht eine Förderung der Schulinfrastruktur ist. Da an der Stelle kann ich Ihnen, Herr Post, recht geben, das haben Sie eben auch richtig ausgeführt, sondern sie ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Und in dieser Konstruktion ist und bleibt sie Aufgabe des Bundes. Und ich möchte Sie herzlich ermuntern, bei den weiteren Beratungen unserem Antrag zuzustimmen. Und lassen Sie uns dann ein gemeinsames und starkes Signal nach Berlin senden. Recht schönen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.